Hallo, und da sind wir wieder bei Grotesk. Und wir haben ja in der letzten Folge unser Engelchen hier bekommen. Wir sollen ja hier ein paar Goblin-Gauners kloppen, um der ihre scharfe Harfe wiederzukriegen. Da würde ich sagen, als allererstes werden wir mal hier die Viecher verkloppen. Pam! Daneben. Kannst du überhaupt irgendwas, Holy? Pam. 10 Erfahrung. Naja. Ist schon mal besser als gar nichts. Kannst du den schon beschießen? Nein. Pim. Das war's noch nie. Du kannst noch nie so weit. Dann halt nie. Zack. Okay, die Pilze gehen gegen die Goblins. Das ist natürlich was Feines. So, unsere Heilerpuddel, die kommt hierher. Wie oft kann die eigentlich heilen? Kann die ganze Zeit heilen? Das wäre natürlich re eigentlich relativ praktisch, wenn die das könnte. Oh Gott, unser Kollege kriegt aber ganz schön hier vor die Gusche. Also der müsste eigentlich definitiv mal, müsste der geheilt werden. Pam! So, die beschießt mal den Hansel. Ach nee, nein, nein, nein. Fumm. Ich komme wieder. Jetzt ist der. Hä? Was machst du denn? Bist du jetzt tot oder was bist du jetzt? Jetzt hat er alle blind gemacht. Kann das sein? Huh. Also, wenn du den down machen würdest, wäre ich dir sehr zu Dank verpflichtet. Dankeschön. Da war der Pilz weg. Kriegst du den down? Fum. Misslungen. Wie die sich gleich mal hinlegt, herrlich. Herrlich. Also, den hier. Greift das an. Pam. Das hast du schick gemacht. So, wer ist dran? Plündern. Was hast du Schönes? Einen kleinen Heiltrank. Das ist schick. Das ist auch schick. Du heilst mal. Kannst du den heilen? Mach mal. Jawohl. Du machst Pause. Fumm. Da war der Pilz down.
So, ich würde sagen, das ist ja jetzt gerade eben. Wer ist jetzt gerade dran? Tholi Avatar. Du gehst mal ab in die Busch. Das ist nie Holy Avatar. So. Und du machst dort mal ein Päuschen. Jetzt kommt der Holy. Du gehst mal. Nein. Du gehst hierher. Und tust du da mal. Kommt der nächste Pilz. Das ist der Drake. Drake stellt sich mal hier hin. Obwohl, der könnte eigentlich schon eins weiter und den hier angreifen. Misslungen. Na, wie schön ist das denn? Jetzt kommt der Holy. Befestigen. Der Hannes bleibt mal hier stehen. Na, du kommst zurück. Die Heilerin darf nie vor. Und du gehst mal hier hin. Und bleibst dort mal. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Kriegt der nächste Pilz nämlich dich vor der Gusche. Du bleibst mal dort. Du bleibst immer dort. Jetzt hat der Drake von der Gusche gekriegt. Drakey, 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 hau zurück. Mach's kaputt. Holy. Du gehst mal hier hoch zum Busch. Und machst mal ihn auf Blocken. Unsere Heilerin bleibt mal dort. Und der Hannes greift mal den Magier hier an. Hoffen wir mal, dass er den down kriegt. Zack, 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 zack. Kannst du den schon angreifen? Nein, kannst du nicht. Okay. Blocken, blocken. Jetzt kriegt unser Goblin eine. Jetzt kriegt der Drake eine. Da kommt der nächste Zauberpilz. Genau. Mach den Goblin down. Hab ich dann Menschen zu tun. So, Drake, mach's kaputt. Schick. Das ist der Holy. Fumm. Hau drauf. Unsere süße Heilerin. Die geht mal hierher. Und wartet mal ab. Du machst den jetzt kaputt. Hoffe ich mal. Jawohl. Und jetzt kommen ja erstmal unsere Bogenschützinnen. Fumm. Jawohl. Jetzt kommst du hierher. Und fumm. Jetzt ist der nächste Goblin down. Der heilt sich. Das Schwein. Drake, runter mit dir. Kannst du vielleicht irgendwas plündern? Nee. Holy. Hauen auf den Sack. So. Erkunden. Haben wir hier vielleicht irgendwo eine Schatztruhe oder sowas auf der Art? Sieht nicht unbedingt danach aus. Aber die Pilze könnten wir hier noch kaputt machen.
Scheiße. Mach's kaputt. Dort stellt sich mal der Holly hin. Ah, dort ist eine Schatzkiste. Ich haben wollen. Jetzt. Los. Da kann ich weiter. Krr. Ach, hier ist auch eine Kiste. Die hat Schatz übersehen. Na, dann bleibst du dort. Bogentante? Ach nee, du bist gar nicht die Bogentante. Du bist die Heiltante. Wie viel Leben hast du noch? Du mal heilen. Mach dich nützlich. Fum, 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 fum. So, jetzt kommt unser Flinky. Und der macht jetzt den Magieblatt. Magiez. So, Attacke. Pum. Daneben. Ach ja, wäre es schön, wenn die Oma treffen würden. Aber das ist aber halt am Anfang meistens so. Und? Pum. Jawohl, du hast getroffen. Ah, der ist vergiftet. Wieso hab ich dich geheilt, wenn du jetzt wieder vergiftet bist? Kunde? Ich spüre eine Welle der Euphorie durch meinen Körper fließen. Bei ja, der Macht von Glory. Jetzt ist er auf ein Hoch und gleich ist er wieder auf ein Tief. Da muss ich wieder aufpassen, dass es dann nie wieder heißt bla 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 bla. Was haben wir hier? Die scharfe Harfe. Die scharfe Wunderbar. Harfe. Die scharfe Harfe ist mein. Jetzt bin ich erstmal zufrieden. Jetzt kann ich meine lächerliche gebrauchte Harfe wegwerfen. So eine scharfe Harfe gibt es nicht beim Händler zu kaufen. Die scharfe Harfe erhöht meine Geschicklichkeit. Mit ihr kann ich besser treffen und vielleicht auch den ein oder anderen kritischen Treffer landen. Gut, dann schauen wir gleich mal im Inventar und legen sie euch an. Jetzt können wir uns ja um andere Dinge kümmern. Ja, zum Beispiel mein Wohlfühlschaumbad. Später, später. Später, später. So, da haben wir den ersten Teil der Karte erstmal geschafft. Und ich hoffe, ihr schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Bis dahin, tschüss.